Leute, was geht denn hier ab? Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue Remastered! Ja, ich bin richtig euphorisch, weil ich Urlaub hab. Ich bin ein cooler Urlauber und ich genieße meinen Urlaub. Sonst habe ich euch genügend verstört. Es geht weiter mit Assassin's Creed Rogue Remastered. Hier mit unserem, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Shay McCormack, meine ich. Was nichts zu tun hat mit dem Sounddesigner von Fluch der Karibik 2. Okay, genug der Scherze. Oder genug der schlechten Anspielungen und Scherze. Es geht weiter. Oder ich will zumindest, dass es weitergeht. Yay! Los geht's! Segel, Männer! Alle Segel, sie verträgt das! Das denke ich doch auch. Ich weiß, ich wollte ich eigentlich da noch einen Schatz holen. Ach, es wird eigentlich auch scheißegal, was ich auf der Insel machen wollte. Es geht weiter mit der Story oder soll mit der Story weitergehen. Ja, genießt ein bisschen hier diese tollen Songs hier. Die Shanties. Wie die alle das auswendig können, ist witzig. Okay, jetzt haben sie aufgehört, Gott sei Dank. War schon ein bisschen nervtötend. Vorsicht, Vorsicht, Und Materialien sollten wir mal mitnehmen. Und ich würde sagen, jetzt greifen wir diese tollen Leute hier an. Ich hoffe, das lohnt sich. Ja, ich glaube schon. So ein bisschen Master und Commander kann nicht schaden. Wir sollten langsamer erfahren, meine ich. Vorsicht! Ja. Man muss sich immer schön auf das Große und Ganze konzentrieren hier. Keine halben Sachen. Okay, ich habe vollkommen vergessen, den Wecker zu stellen, aber das ist mir jetzt auch scheißegal, oder? Die Anzeige war nicht Ding. Ne, jetzt habe ich sie aus Versehen versenkt, oder? Ne. Ne, doch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Es brennt auf jeden Fall. Ach ne, wir können es trotzdem noch ändern. Na, danach stelle ich mir auf jeden Fall den Wecker, so auf 10 Minuten eventuell. Auf geht's! Mal wieder die feindliche Crew töten. Weil wir überhaupt nicht friedlich sind. Ah, hat nicht so ganz funktioniert.
Vorsicht! Ja, meine Güte, lass mich doch mal eins von hinten töten. So ganz scheint es nicht zu funktionieren. Das schaffen wir. Und wie wir das schaffen. Gesagt, getan, wir haben es geschafft. Und jetzt schlachten wir das Schiff so aus, dass wir alle Materialien bekommen, weil das war schon ein großes Schiff. Feindschiff ausschlachten. Ich weiß, es wäre wichtiger, jetzt die Morrigan zu reparieren, aber eventuell ergibt sich noch die Gelegenheit, ein anderes Schiff anzugreifen. Hoffe ich doch. So, was ist hier? Es ist offiziell. Ach nee, so ein Mist. Wo haben wir jetzt hier die Uhr? So, ich stelle den Timer jetzt einfach mal so auf 10 Minuten. Ich glaube, 5 Minuten haben wir schon abgesessen. So. Und obwohl wir im Gesperrgebiet sind angeblich, gibt es hier gar nichts. Das ist enttäuschend. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal auf Reisegeschwindigkeit. Weil es passiert ja eh nichts, oder ich nehme zumindest an, dass nichts passiert. Vorsicht, 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 wusch! Ja, ab und zu schadet diese alte Ansicht nicht. So, jetzt hoffe ich mal ganz stark, ach so ein Mist, aber auch wie wir ständig zurückversetzt werden, dass diese Richtung die richtige ist und dass diese Verzweigung des Wegs der richtige ist. So, sieht auch ganz schön freundlich aus hier. Also wir sind in einem ziemlich freundlichen Gewässer. Auch von den Ortschaften, die man besuchen kann. So, jetzt vielleicht mal schauen. Vielleicht können wir ja schon wieder was aufrüsten. Das ist immer sehr wichtig. Auch wenn ich, schon gesagt habe, so ganz aufrüsten braucht man es jetzt auch nicht. So eine Morrigan-Verbesserung bereitzeit. Mörser, ja, okay, wir sollten uns das Geld sparen für die Mörser, denn die werden wir noch gebrauchen, oder die sind, Ding, Pflichtstoff. Wie der einfach dasteht und es nicht bemerkt. Und die anderen bemerken es alle nicht. Wobei der bemerkt jetzt. Naja. Ein bisschen zu spät gemerkt eventuell, aber wir haben auch gut gekontert. So, Rauchbombe ist voll, ja. Muss ich leider immer wieder zugeben, ich mag die Rauchbombe nicht so sehr. Also es gibt manche Leute, die sind Fan davon, die in Assassin's Creed einzusetzen. Ich finde es einfach nur doof. So von der Konzeption her.
So, jetzt sind wir hier beim Sleepy Hollow. Interessant. War das eigentlich auch ein Tim Burton Film? Ich weiß es nicht. So, was schiebt man denn jetzt hier so? Höchstwahrscheinlich nicht sonderlich viel. Aber Hauptsache, wir haben irgendwas gesehen. Und da hinten gibt es wieder ein tolles Fragment. Ja, das holt man sogar relativ stilvoll. Das muss ich Assassin's Creed auch immer wieder lassen. Wie es ist von der Inszenierung her und von der Aufmachung her verpacken, ist immer eine super Sache. Ja, dann nehme ich einen anderen Pfeil, und zwar den Tollwut-Pfeil oder den Berserker-Pfeil. Ja gut, so gefällt mir das doch am besten, und nein, dieser Vollidiot hier. Der stirbt jetzt einfach mal schön. Ich meine, Berserker-Pfeile kriegen wir immer wieder aufgefüllt, wenn wir Leute schön ausplündern. Kugeln voll ein Schlafpfeil, ja, das seht ihr schon. Das war stilvoll. Mehr oder weniger. Na, vielleicht mal hier so ein bisschen die Theorie aufgreifen. Findet ihr es nicht auch seltsam, dass man das Spiel jetzt erst, okay, oder jetzt erst für PlayStation 4 veröffentlicht hat? Weil ich meine, ja, vor 4 Jahren war es halt so der Kontrast als Abschiedsgeschenk für die PlayStation 3 oder generell die alte Generation. Aber ja. Ob das jetzt noch nach 4 Jahren Sinn gemacht hat, das ist auch in Frage zu stellen. Aber gut, jetzt genießen wir es auf jeden Fall. Und jetzt Fiat Lux. Das hat jetzt nichts mit dem Auto zu tun. Hoffe ich doch. Ihr seid spät. Es braucht sich was zusammen. Ja, das sehe ich genauso. Master Franklin, Sir. Ich heiße Shay und das ist meine Gefährtin Hope. William Johnson bat uns, euch das zu geben. Ah. Danke, aber ich fürchte, ich muss das Experiment verschieben. Verschieben? Warum? Die Armee hat meine Blitzableiter konfisziert. Leider sind sie unerlässlich, um Elektrizität in diese Schatulle zu leiten. Master Johnson würde Verzug nicht gutheißen. Vielleicht könntet ihr ja etwas tun. Die Soldaten schleppen hier ständig Dinge fort. Vielleicht könnt ihr sie fragen, wo meine Blitzableiter sind und sie mir zurückbringen. Steht zu Diensten, Sir. Beginnt eure Nachforschungen am Markt bei den Docks. Ich helfe hier bei den Vorbereitungen. Okay, wir sollen sofort die Ware finden, ohne entdeckt zu werden, bei Möglichkeit. Hochklettern, ja, geht tatsächlich doch. Das sollte man immer sich zu Nutzen machen. Und dann haben wir wieder ein Shandy. Oder Shandy, ich weiß nicht, wie man die Dinge ausspricht, und ich werde sie auch nie richtig aussprechen, oder ich werde nie daran arbeiten. Ja, super, Adlerauge, das ist auch wieder, sollte ich eventuell mal erklären, durch das Adlerauge sehen wir halt alles so ein bisschen anders und können sofort erkennen, wo denn das Zeug ist, wenn es golden gekennzeichnet ist. Jetzt haben wir es auf jeden Fall, im Visier. Und hier oben müsste uns eigentlich relativ wenig passieren, es sei denn, sie haben irgendwelche Sniperschützen, wie wir ja vorher schon eingesehen haben. Drin im Line-up. Nicht umsehen, aber ich glaube, ich werde verfolgt. Sicher Einbildung, aber ich wage meinen Blick. Wo läuft der Typ jetzt hin? Oh Mist.
wie gesagt, nicht entdecken lassen. Wir sollten den auch immer im aktuellen Bildschirm lassen, denn wenn wir das nicht tun, haben wir dann nur noch eine Grenze, mehr oder weniger. Oh Mist. Okay, das hat noch funktioniert. So, oh Mist. Ja, es hat's gebimmelt, jetzt wurden wir entdeckt. Ja, hätte ich lieber den Schlafpfeil nehmen sollen. Ich glaube, der Schlafpfeil, der wäre da besser gewesen, aber ich akzeptiere es jetzt einfach so. Da kann man jetzt nichts mehr dran machen. Deswegen setze ich das jetzt nicht zurück. Ist das das Letzte? Ja, ist das, Sir. Gut, stell das zum Rest. Okay, jetzt ist eigentlich der Part, soweit ich weiß, schon zu Ende. Ich würde mal sagen, Leute, ich beende das für diesen Part und ich wünsche euch eine schöne Zeit, wo immer ihr mir auch zuseht. Bis zum nächsten Mal und schau, haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist Magie. Das war jetzt gerade ziemlich besoffen, ich weiß.